Seine Schwestern haben ihn vermisst. Alle 17. Ich zähle nur 15. Wo sind Pixis und Aquila? Ah, 15. Ich bin es so gewohnt, von 17 zu sprechen, dass ich... Wir betrauern sie heute Nacht. Er hat noch Cousins, Tanten, Onkel. Aber meine zwei jüngsten Töchter sind bei der Invasion gefallen. Aviana, Nevendar hat dir so viel genommen, aber nicht deine Stärke. Danke, dass du hier bist und dass du meinen einzigen Sohn beschützt. Die Leiche meiner Mutter. Orion hat sich um alles gekümmert. Sie wartet bei dir zu Hause auf dich. Geh zu ihr. Wenn es dir nichts ausmacht, Arietes, sollten wir uns jetzt verabschieden. Sie sieht genauso aus wie in meiner Erinnerung. Es ist, als wäre sie in der Zeit eingefroren. Sie ist wunderschön. Alle planen ein Fest. Aber zuerst müssen wir trauern. Was willst du mit ihr machen? Mit deiner Mutter, meine ich. Ach ja. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Sie hat hier gelebt. Das ist ihr Zuhause. Wir werden sie begraben und das Grab markieren. Würdest du mir helfen? Die Zwillingsmonde steigen am Himmel auf. Und das Volk der Niedern erhebt sich aus seiner Trauer. Es feiert die Verstorbenen. Auch deine Rückkehr und dein Sieg werden zelebriert. Nur du selbst bist irgendwie distanziert. Offenbar hast du nicht nur die Welt gewandelt, sondern die Grausamkeiten der Welt haben auch dich verändert. Hey, Avi. Alles klar? Ich weiß, so haben wir uns unsere Heimkehr nicht unbedingt erträumt. Ich mag jeden Einzelnen hier und ich bin froh, zu Hause zu sein, aber... Nicht in Stimmung für ein traditionelles Niedernbegräbnis? Die ufern öfter mal aus. Aber vielleicht täte uns das ja ganz gut. Na schön, ich arbeite an meiner Feierlaune. Wenn du an deiner Subtilität arbeitest. Thank you.
Was ist passiert, Avi? Sieht aus, als hätte hier seit einer Epoche niemand mehr gelebt. Ich begreife es nicht. Das ist mein Zuhause. Wieso hat meine Mutter im Elend gelebt? Erst den Mann zu verlieren, dann mich. Mir war nicht bewusst, wie sehr sie in diesem Haus gelitten haben muss. So ganz allein. Alles in Ordnung, Avi? Du kannst mit mir reden. Nur eine Menge Erinnerungen. Manche gut, manche nicht. Hey, die Schmiede meines Vaters ist gleich da hinten. Was dagegen, wenn wir vorbeischauen? Hey, Avi, ich will nicht stören, aber erkennst du den Kerl? Ist das die kleine Aviana? Wie schön, dich endlich kennenzulernen. Auch wenn du älter bist, als deine Mutter dich beschrieben hat. Nenne mir deinen Namen. Kein Grund zur Beunruhigung. Ich heiße Lohir. Ich bin... war Celias Ehemann. Du wusstest es nicht. Verstehe. Sie hat etwas für dich zurückgelassen. Einen Schlüssel. Aber ich kann mir vorstellen, dass du zuerst Fragen an mich hast. Ich wusste nicht, dass sie jemanden kennengelernt hatte. Ich bin fortgegangen, nachdem mein Vater starb. Mein menschlicher Vater. Nach seinem Tod eröffnete sie eine Apotheke. Sie behandelte meine Wunden nach der Schlacht gegen die Elfen in Atelien. Ehrlich gesagt war ihr Umgang mit Kranken furchtbar. Aber zu unser beider Glück hielt uns die Schicksalshand zusammen. Niemand hat mir gesagt, dass sie wieder geheiratet hat. Es ist Jahre her. Sie schrieb dir einen Brief, wusste aber nicht, wohin sie ihn schicken sollte. Wusste sie nicht von Ilian? Bis dahin... Aviana, bis dahin war so viel Zeit vergangen, dass sie nicht sicher war, ob du von ihr hören wolltest. Als unsere Söhne in den Krieg zogen, hofften wir... dass sie dich eines Tages finden und nach Hause schicken würden. Aber es hat nicht sein sollen. Du und meine Mutter, ihr hattet Söhne? Das heißt, ich habe Brüder. Du hattest Brüder. Unser Ältester starb bei der Rebellion in den Witwenweiten. Der andere im Krieg um Verantoor.
Es ist so lange her. Ich habe Angst zu vergessen, wie sie war. Sie war glücklich und redete ständig von dir. Sie war mächtig stolz auf ihre Tochter. Sie hatte Temperament und scheute sich nicht, einem Soldaten mal eins auf die Nase zu geben. Sie trank normalerweise nicht, aber wenn sie es tat, dann richtig. Sie liebte es zu singen und zu tanzen. Und manchmal war sie so still. Sie starrte stundenlang auf die Straße und hoffte, dich heranreiten zu sehen. Das Haus ist zerstört. Sie hat ihr Leben weitergelebt, Aviana. Welche Wahl hatte sie denn? Sie konnte nicht für den Rest ihrer Tage an der Vergangenheit festhalten, nur für den Fall, dass du eines Tages heimkehrst. Dann, als so viele aus Verantor flohen, aus Atelien, vom Weg von Fleisch und Flamme, hat sie ihnen dort Unterschlupf gewährt. Hat sie gesagt, wofür der Schlüssel ist? Nur, dass er die Kellertür unter der alten Schmiede deines Vaters öffnet. Aber was in dem Keller ist? Keine Ahnung.